gefrorene majestätische Welten aus Eis. Das ist es, was viele vor Augen haben, wenn sie an Gletscher denken. Aber das hier sind auch Beispiele von Gletschern. Ihr seht sie nicht? Genau deshalb machen wir uns heute auf den Weg zum Gradenkäs. Ein Gletscher in den österreichischen Alpen, um zu sehen, was passiert, wenn wir dies auf das hier legen. Oder genauer gesagt, was passiert, wenn ein Gletscher von einer Schuttschicht bedeckt ist. Denn genau das ist beim Gradenkäs der Fall. Ihr könnt ihn nicht sehen, weil er unter Schutt verborgen ist. Ihr glaubt mir nicht? Und wie ist das überhaupt möglich? Lasst uns den Berg hinaufgehen, um den Gletscher zu erkunden. Das Haupttal zeigt bereits Anzeichen früherer Gletscheraktivität, wie zum Beispiel Gletscherseen. Das bedeutet natürlich nicht zwangsläufig, dass dort immer noch ein Gletscher existiert. Aber wenn wir am größten der Gletscherseen vorbeikommen, finden wir bereits das erste Anzeichen von Eis- und Schneeschmelze. Denn obwohl es seit mehr als 10 Tagen nicht geregnet hat, haben wir einen deutlichen Nettoausfluss aus dem See. Der untere Teil der Geröllhalde ist recht bewachsen. Zwischen dem Schutt finden sich auch größere moosbewachsene Stellen an der Stelle der früheren Gletscherbecken. Aufgrund der Vegetation und der Höhenlage würde ich aber nicht mehr erwarten, dass sich unter diesem Schutt hier noch Eis befindet. Also doch kein Gletscher? Ich setze meine Wanderung fort und komme dabei an scheinbar endlosen Mengen an Schutt vorbei. Im oberen Viertel des Hangs gibt es immer mehr Bereiche mit eisigem Schnee. Ist das also endlich der Gletscher? Negativ. Es gehört nicht zum Gletscher. Es ist nur alter Schnee auf der Schuttschicht. Es ist also klar, wie Schneefall eine Eisschicht auf dem Schutt bilden kann. Aber wie gelangt das Eis unter den Schutt? Hier ist ein vereinfachter Querschnitt eines schuttfreien Gletschers mit einer Akkumulationszone in höheren Lagen und einer Ablationszone an der Gletscherzunge. Wenn die Masse des Gletschers im Gleichgewicht ist, ist der Massezuwachs durch Schneefall in den höheren Gebieten identisch mit dem, was im Jahr in den unteren Teilen des Gletschers abschmilzt. Im Laufe der Zeit verformt sich das Gletschereis und verteilt die Eismasse wieder zu seinem ursprünglichen Zustand. Wenn nun Felsstürze oder Erdrutsche Gestein von den umliegenden Hängen in die Akkumulationszone befördern, dann wird dieser Schutt durch Neuschnee begraben. Im Laufe von Jahrzehnten wird dieser Schutt im Gletscher transportiert. Außerdem schabt das basale Gleiten des Gletschers den Boden und mobilisiert somit noch mehr Gestein. Im Laufe der Zeit schmilzt dieser Schutt an der Gletscherzunge aus und bildet eine immer dicker werdende Schuttschicht. Aber auch auf der Oberfläche kann Gestein transportiert werden, wenn das Gestein direkt in der Ablationszone des Gletschers abgelagert wird. Zum Beispiel, wenn mehrere Gletscher zusammenlaufen, können sich diese langen, schmalen Schuttgräte bilden, die man als Mittelmoränen bezeichnet. Bei vielen Gletschern mit Schuttbedeckung, insbesondere dort, wo die Schuttschicht nur die Gletscherzunge bedeckt, ist die Schuttschicht in den niedrigen Lagen am dicksten und dünnt dann zu höheren Lagen aus. Aber die Dicke und die Verteilung der Schuttschicht sowie die Größe des Gerölls kann stark zwischen Gletschern und Regionen variieren. Zum Beispiel ist der Gradenkäsgletscher fast vollständig mit Schutt bedeckt. Dabei variiert die Dicke der Schuttschicht über den Gletscher stark, von kleinen Kies bis zu riesigen Blöcken. Aber beeinflusst dieser Schutt überhaupt den darunterliegenden Gletscher? Aufgrund der dunkleren Farbe des Schutts absorbiert es im Gegensatz zu klarem Eis mehr Sonnenenergie. Hier sieht man, wie der Schnee in der Umgebung dieses Steines durch seine höhere Temperatur schmilzt. Bei einem schuttbedeckten Gletscher haben wir jedoch nicht nur einen einzelnen Stein, sondern eine komplette Schicht aus Schutt, die den Gletscher bedeckt. Die Aufnahme der Wärmebildkamera zeigt, dass die Oberfläche des Gesteins sich viel schneller und stärker erhitzt als die Bereiche mit Schnee. Dunkle Rottöne entsprechen hier wärmeren Temperaturen. Also schmilzt das darunterliegende Eis insgesamt schneller? Für dünnere und fleckige Schuttschichten haben wir einen ähnlichen Effekt wie für den einzelnen Stein. Das Geröll erhitzt sich durch die Sonne und beschleunigt dadurch das Abschmelzen des umgebenden Gletschereises. Dickere Schuttschichten hingegen wirken wie ein natürlicher Isolator und schützen das Gletschereis vor direktem Sonnenlicht, da die Sonne den Schutt zunächst aufheizen muss, bevor sie das Eis schmelzen kann. Eine gute Veranschaulichung für diese Eigenschaft des Gesteins sind Gletschertische. In einer mehr oder weniger sauberen Eisablationszone schmilzt das Eis um größere Gesteinsblöcke herum weg.
Aber die Isolierung des Gesteinsblocks schützt das direkt darunterliegende Eis vor dem Schmelzen und bildet so diese Säulen aus Eis. Nach einigem Klettern bin ich jetzt oben auf dem Berg. Und obwohl es unten am See keinen Gletscher mehr gibt, kann man immer noch die charakteristischen Fließlinien sehen, die den Hang hinabführen. Diese Linien unterschiedlicher Farbe entstehen durch den laminaren Fluss eines Gletschers, der unterschiedlich farbenes Gestein aus unterschiedlichen Regionen des Felsens talabwärts transportiert. Dies ist eine wichtige Beobachtung, denn damit Eis als Gletscher zählt, muss das Eis fließen. Aber jetzt wird es Zeit, endlich etwas Eis zu finden. Wie ihr bemerkt habt, es ist extrem schwierig herauszufinden, unter welchen Teilen dieser Schutzschicht wir noch Eis finden können. Eine Methode, um Eis zu finden, ist ein Loch zu graben, auch wenn dies sehr mühsam sein kann. Aber die Arbeit hat sich gelohnt. Wir hatten ziemlich Glück, weil wir hier das Gletschereis unter einer dicken Schutzschicht mit ziemlich großen Felsbrocken ausgraben konnten. Und wir können sehen, dass ein kleiner Bach den Hang hinunterfließt und dabei diese Kanäle im Gletschereis formt. Man kann den Bach sogar oberhalb der Schutzschicht hören. Weiter unten fließt der Bach unter der Schutzschicht einen kleinen Wasserfall mehrere Meter in das Gletschereis hinein. Dies ermöglicht es uns, tiefer in den Gletscher zu schauen und somit eine Mindestdicke des Eises von ein paar Metern abschätzen zu können. Also können wir endlich mit Sicherheit sagen, wir stehen auf einem Gletscher oder zumindest auf dem, was davon übrig ist. Wir haben gesehen, dass die Dicke der Schutzschicht entscheidend für das Abschmelzen unterhalb des Schutzes ist. Deshalb werden wir versuchen herauszufinden, wie dick die Schutzschicht an verschiedenen Stellen des Hanges ist. Das bedeutet noch mehr graben. Wir haben Bereiche mit einer sehr dünnen Schutzschicht von nur 10 bis 20 cm gefunden. Aber nur wenige Meter entfernt hätten wir stundenlang weiter graben können, bevor wir auf Eis gestoßen wären. Das zeigt die große Variabilität in der Schutzschicht. Für genauere Messergebnisse bräuchten wir aber speziellere Messinstrumente wie ein bodenpenetrierendes Radar. Aber für diesen Gletscher können wir mit Sicherheit sagen, dass eine dicke Schuttschicht das Abschmelzen im Vergleich zu einem schuttfreien Gletscher reduziert. Aus Satellitenbildern können wir eine sehr kleine Zone vom schuttfreien Gletschereis identifizieren. Aber ohne neuen Schneezuwachs wird die verbleibende Gletschereismasse stagnieren und langsam verschwinden. Aber was bedeutet dies auf globaler Ebene für Gletscher, die sich aufgrund des Klimawandels zurückziehen? Das Ausdünnen von Gletschern führt dazu, dass immer mehr Schutt aus dem Eis herausschmilzt. Dies ist besonders in tektonisch aktiven Gebirgsregionen wie Alaska, den europäischen Alpen oder dem Himalaya der Fall. Dicke Schuttschichten können in diesen Regionen daher dazu beitragen, das Abschmelzen der Gletscher zu verlangsamen. Also wenn du das nächste Mal in den Bergen unterwegs bist, halte genau Ausschau, ob sich nicht vielleicht ein Gletscher vor dir versteckt. Welches Thema interessiert dich als nächstes? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Und wenn du mehr über die letzten deutschen Gletscher erfahren möchtest und wie sie dem Klimawandel standhalten, klicke auf dieses Video.